Wir kommen aus Deutschland und wir mussten die ganze Zeit arbeiten. Ohne Pause. Temos também vinhos portugueses, tinto e branco. Obrigada. Ik krijg vandaag twee honiebolletjes voor 9,95. Een Hollander die gratis wat weggeeft. Jongens, komt er maar eens even bij. Der Euro war der Schlussteil eines vereinten europäischen Markts. Ce sera comme ça. Il y a un papillon à l'intérieur. C'est magnifique. Er vereinte Länder, die wirtschaftlich unterschiedlich weit entwickelt waren, in einer Währungsunion. Aber statt die Ungleichheit auszumerzen, wurde sie noch größer. Deutschland stand Modell dafür. Es setzte auf Lohndumping, um dank konkurrenzfähiger Produkte Exportweltmeister zu werden. Der deutsche Export walzte die Konkurrenz aus dem Süden platt. Dort stieg das Handelsbilanzdefizit stark an und die großen Banken, nicht zuletzt die Deutsche Bank, profitierten davon. Man wollte die Engpässe mit Krediten finanzieren, damit die südlichen Länder die deutschen Produkte auch weiterhin kaufen konnten. Die deutsche Industrie und die Großbanken verdienten Unsummen, aber die Wirtschaft im Süden wurde quasi ausgemerzt. In Deutschland selbst ging es gut, sehr gut sogar. Das Paradies auf Erden in Europa. Das deutsche Modell, Arbeit und Wohlstand für alle. Jedenfalls sieht es so aus. Wir haben in Deutschland von außen betrachtet eine geringe Arbeitslosigkeit. Aber der Preis, den wir für diesen Weg zahlen, ist sehr hoch. Tja, so läuft es normal. Wir gehen arbeiten, um uns selbst zu entfalten, um ein stabiles Einkommen zu haben und damit wir sowas wie ein menschenwürdiges Leben führen können. Aber dieses einfache Konzept wurde in Deutschland völlig über den Haufen geworfen. Der Faktor Arbeit wurde unstabil statt stabil. Wir wissen nicht mehr im Voraus, wie lange wir arbeiten gehen können. Wir kennen unsere Arbeitszeiten nicht mehr. Und vor allem, das ist ja das Schlimmste, auch wenn wir hart arbeiten, ist das keine Garantie, dass wir genug verdienen, um den Monat zu überstehen. Diese Revolution hat der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder in Gang gesetzt. En specifiek aan dat systeem is dat men niet begonnen is met de werkenden. Men is in eerste instantie begonnen met de werklozen aan te pakken. En zo heeft men alle werkenden onder druk gezet om slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. Zo zijn die producten goedkoper geworden en zo is Duitsland op een bepaald moment zelfs wereldmeester geworden in de export, dus wereldkampioen in de export. Maar heel dat proces is dus gedragen door een gigantische loonsinlevering van de Duitse werkende klasse. De erbouwer dieses Modells, Kanzler Schröder, hield eine begeisterte Rede über die ersten Ergebnisse. Die Originalaufnahme ist spurlos verschwunden, aber man kann das Fragment noch auf YouTube sehen. This reform program that we have implemented against tremendous resistance from certainly parts of our population. I can only invite once more everybody to come to Germany to take a closer look, to really see the reality in Germany, the real facts. We have a fantastic labor market in Germany at the moment, a very well functioning, good low wage sector. Wenn wir die Folgen der Arbeitsmarktregulierung aus Anfang der 2000er Jahre ziehen, dann können wir nur sagen, dieses Ergebnis ist fatal. Wir haben in Deutschland eine Zunahme von prekärer Beschäftigung. Diese prekäre Beschäftigung ist ein Krebsgeschwür für die Gesellschaft in Deutschland. Immer mehr Beschäftigte. Schon fast ein Viertel aller Beschäftigten arbeiten für 5 oder 6 Euro und können davon nicht leben. Sie müssen ihren Lohn mit Hartz IV aufstocken oder 3 oder 4 Jobs haben, um zu überleben. Liebe Freunde, wir sagen Schluss damit! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen von ihrem Lohn leben können. Deutsche Vollzeitjobs werden in viele hyperflexible Minijobs aufgeteilt. 400 Euro pro Monat für
verdient man damit. Dazu kam ein ausgeklügeltes System moderner Zwangsarbeit für Arbeitslose, Hartz IV. Ich bin jetzt seit 2 Monaten arbeitslos gemeldet. Davor war ich ja krank, hat die Krankenkasse bezahlt, habe dann ja auch den Minijob jetzt und muss der Arbeitsagentur 235 Euro im Monat abgeben von den 400 Euro. 165 Euro darf ich behalten. Wenn ich keine Arbeit finde, muss ich ins Jobcenter. Jobcenter ist sozusagen das Unterste, was man hier in Deutschland haben kann. Das heißt, man bekommt 365 Euro im Monat plus seine Miete bezahlt. Das war's. Die Zumutbarkeitsregelungen für Arbeitslose wurden verschärft. Das bedeutete, und das bedeutet heute noch, dass Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, im Prinzip jede Arbeit annehmen müssen, egal was sie dort verdienen. Nach einem Jahr müssen sie ihr Vermögen, ihr Erspartes, ihre Rücklagen aufbrauchen, bevor sie weiter Arbeitslosengeld bekommen. Also insgesamt eine große Repression, eine Verschärfung. Es wurde massiv Druck gemacht. Weil auch der Jobcenter ist so, dass genau geguckt wird, ja, was hat man auf dem Konto, was haben die Eltern, ja, wohnt man in einer Wohnung, die nicht vielleicht zu groß ist, dass man umziehen muss in eine kleinere Wohnung, ist die Miete nicht zu hoch. Man muss sich da sozusagen nackt ausziehen, ja, um sagen zu können, ich bin arm, ich habe kein Geld. Ja. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich jetzt in den nächsten 4 Monaten auch einen Fulltime-Job finde. Heute ist Deutschland neben Exportweltmeister auch Rekordhalter in der Zahl der arbeitenden Armen. Mehr als 7 Millionen Deutsche müssen mit einem Minijob über die Runden kommen. Aber in Deutschland ist genug Geld. Wenn die Armut spektakulär zunimmt, verschwindet der Gewinn in den Taschen der deutschen Millionäre. Seit man diese Politik betreibt, steigen ihre Vermögen schneller denn je. Vandaag zegt men aan andere landen dat men moet concurreren met dat Duitse model. Maar dat betekent gewoon dat men de loon- en arbeidsvoorwaarden in die andere landen ook moet halen. In die logica is er geen eindpunt. Want als je overal dat model zou toepassen, als je overal de armoedelonen zou invoeren zoals in Duitsland, dan gaat die Duitse export ook in elkaar vallen. Reformen in den Volkswirtschaften der Europäischen Union sind zwingend notwendig. Aber unter dem Druck der Krise sind sie auch möglich. Weil andere europäische Staaten sich schmerzhaften Reformen unterziehen, ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit dadurch verbessern, was natürlich an der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands kratzt. Das Gefolge wird sein, dass wir nach Europa gehen, wo niemand noch sicher ist von seinem Job und wo vor allem niemand noch sicher ist von dem Fakt, ob die Job wel genug oplevert, um das Ende von der Maat zu halen und ihr Gesin zu unterhalten. Want het is een loonconcurrentie die men installeert. Hè. Dat is volgens sommigen de modernisering van de arbeidsmarkt. En dat betekent dat je van zekerheid gaat naar onzekerheid. Van stabiliteit naar permanente onstabiliteit. Mitten im Staub, den die Krise aufwirbelt, will man diese irrwitzigen Rezepte in Granit meißeln. In der nächsten Folge werden wir uns Gedanken darüber machen, was wir dagegen tun können.